Ja, herzlich willkommen bei Wupper Weapons. Von mir gibt es heute mal nach langer Zeit wieder ein Video. Ich habe lange nichts gemacht. Ja, Haussanierung etc. Viele stand an. Deswegen den ganzen Sommer nicht dazu gekommen. Ja, heute bin ich mal für ein Review draußen. Und zwar bin ich gerade im Urlaub in der sogenannten Luxemburger Schweiz im Müllertal. Ein wirklich sehr geiler Ort, sowohl für Wanderungen, Outdoor-Aktivitäten, zum Bushcraften oder auch einfach nur zum Bivakieren. Geheimtipp. Viele Kletterer sind hier, ansonsten trifft man hier nicht viele Leute, die so unterwegs sind im Bushcraft-Bereich. Jedenfalls bin ich heute hier und möchte euch heute ein ganz besonderes Messer vorstellen, welches ein Allround-Bushcraft-Messer ist, das ich benutze. Achso, zu sagen, komische Geräusche, die ihr hören könntet, können von meinem Hund kommen, der noch nicht genug hat und gerne noch ein Stück laufen möchte heute. Deswegen nicht wundern. Bei mir geht es um das Messer heute. Und zwar das Bark River Bravo Squat Leader. Ein noch nicht allzu lange auf dem Markt befindliches Messer, welches Bark River Knives entworfen hat. Ja, für verschiedenste Zwecke. Viele Leute haben sich immer mal in amerikanischen Foren auch gewünscht, dass das altbewährte Bravo One ja, mit etwas längerer Klingenausführung rauskommen würde und vielleicht mit einer anderen Klingenform. Bark River hat dann hier dieses massive Teil entwickelt, und zwar das Bravo Squat Leader. Und das Ganze kommt, wie man sieht, im Grunde genommen mit einer Clip-Point-Klingenform. Plain Edge ist die Klinge ausgeführt. Sehr massive Klingendicke, 6,3 mm, ja. Konvexschliff, das Ganze ist 285 Gramm schwer, das heißt also wirklich ein ordentlicher Remmel, ja. Deswegen kommen ihm bestimmte Aufgaben auch zu, auf die ich gleich nochmal eingehe, für die dieses Messer wirklich prädestiniert ist in seiner Massivität. Klingenlänge sind 12 cm. Insgesamt ist die Länge des Messers 24,8 cm. Und der Griff alleine sind 12,8 cm, was wirklich relativ groß ist für einen Griff. Das heißt also, egal was für Bratpfannenhände ihr haben solltet, ihr seid mit diesem Messer gut aufgehoben. Die Griffschalen, auf die ich gerade schon angesprochen habe, habe ich hier in der Version mir gegönnt in Wüsteneisenholz, ein Holz, welches überwiegend in Mexiko gebaut wird, beziehungsweise abgebaut wird und verarbeitet wird. Bark River Knives, eine Traditionsfirma aus den USA, aus Michigan genauer. Ich denke jetzt mal, dass ich da vielen Leuten, die sich mit Messern auskennen, gar nicht viel zu sagen muss. Ja, habe bis jetzt auf meinem Channel relativ wenig aus den USA vorgestellt, werde ich aber zu kommen, weil sowohl als Sammlermotive als auch Werkzeugmesser, die ich benutze, sind da wirklich einige Sachen bei aus dem Hause. White River, Bark River, natürlich Randall Matte Knives. Ja, aber dieses Messer, auch recht hochpreisig, benutze ich tatsächlich auch, um rauszugehen. Und es ist das wunderbarste Bushcraft-Werkzeug, was ich je besessen habe. Man muss natürlich tief in die Tasche greifen, für so ein massives Teil in dieser wunderbaren Verarbeitung. Also wenn man sich das anschaut, wie die Griffschalen also eingepasst sind, da ist kein Spalt, da ist nichts. Der Schliff ist absolut großartig gemacht. Ja, kann man absolut nichts zu sagen. Die Klinge habe ich gerade schon angesprochen, ist entsprechend in der Clip-Point-Form, bin ich immer ein sehr großer Freund von. Extrem dick, extrem gut geeignet, deswegen auch zum Batonieren. Auf den Jimping wurde verzichtet hier oben, macht aber nichts. Bei 6,3 mm Dicke findet der Daumen auch bei gröberen Schnitzarbeiten wirklich absolut ausreichenden Halt hier oben auf dem Klingenrücken. Da ist noch so eine kleine Blutrinne quasi eingefügt. Ja, Batonieren kann ich nur sagen, geht wunderbar. Also egal, von welcher Seite man mit dem Baton draufschlägt, da passiert nichts. Und natürlich auch den Preis ausmachen tut das Material, aus dem der Klingenstahl ist, nämlich der CPM3V Stahl. Das ist ein ja, pulvermetallurgischer Stahl. Das heißt natürlich ein massiver Werkzeugstahl, der nahezu unkaputtbar ist. Also ich habe gestern schon hier einige Sachen batoniert, habe teilweise wirklich auf der äußersten Spitze rumgetrommelt mit dem Baton. Da reißt nichts aus. Nachteil natürlich von solchen Stählen ist, dass sie natürlich nicht rostfrei sind, das heißt also mit Feuchtigkeit und auch Säuren auf jeden Fall aufpassen, wobei ich immer sage, wenn man das Messer nach der Benutzung sofort einmal ja, trocken reibt, abreibt und dann zu Hause schön
sauber macht, sofort trocken macht und dann natürlich mit Ballistol, ich verwende Ballistol, viele benutzen auch andere Dinge, Öl oder fetten Tropfen mal drauf gibt, hat man da lange Freude dran und es darf auch nicht rosten. Ja, ich wollte euch das nur mal vorstellen, dieses Messer. Ich werde sicherlich zu diesem Teil auch noch mal ein Gebrauchsvideo machen. Das wird geliefert in dieser Scheide. Ja, bei diesen hochpreisigen Messern muss man natürlich sagen, auch die ist handgemacht. Ich habe hier oben noch eine Schraube eingefügt, damit ich das etwas enger am Gürtel habe, weil ich die Querschlaufe entfernt habe. Die hat mich gestört. Das Messer sitzt aber auch so, nachdem ich die Scheide eingepasst habe mit Wasser, extrem fest. Das heißt also, da kann ich rütteln und ruckeln, wie ich will. Da fliegt nichts raus. Ich trage es aber eh mal am Gürtel, wenn dann. Das Tolle ist natürlich, dass hier eine Schlaufe für einen Feuerstahl mit in dieser Mulde ist. Ich habe jetzt hier einen Feuerstahl von Hutraforce. Der Klingenrücken ist natürlich auch dafür absolut geeignet. Hier vorne an der schmalen Stelle sollte ein Bushcraft-Messer können, ja, dass man also einen Feuerstahl mit der Klinge anreißen kann. Und ja, deswegen also ein absolutes Pro. Kein leichtes Teil, ein wunderschönes Teil. Kann man sicherlich auch zum Sammeln verwenden. Ich persönlich bin da nicht so der Fan von bei diesen tollen Messern. Ich habe auch Randlement Knives zu Hause, die ich dann natürlich auch nur, ja, mehr oder minder zum Sammeln, muss ich zu meiner Stande gestehen, benutze. Aber dieses Teil ist wirklich von mir auch, obwohl es ein sehr schönes Teil ist, auch mit den Wüsteneisenholzgriffen von mir für den Outdoor-Bereich gekauft. Auch selbst im Garten, wenn man mal ein Feuer macht, spalte ich damit Holz mit dem Baton, weil es einfach Spaß macht. Eine absolute Kaufempfehlung von mir. Also wer auf der Suche ist nach einem guten Bushcraft-Tool, ein mordsmäßiges Messer, bei dem man natürlich mit Feuchtigkeit und Säure etwas aufpassen muss, aber was kein Problem darstellt, ist mit diesem Teil absolut gut bedient. Gibt es in verschiedensten Ausführungen von schwarzem Mikata über verschiedene Wurzelhölzer, halt bis hin hier zu diesem Wüsteneisenholz, welches ich immer sehr schön finde. Ja, absolute Kaufempfehlung. Es ist mit eines der besten Messer, was ich besitze, eines meiner Lieblingsmesser für den Bushcraft-Outdoor-Bereich. Es lässt sich natürlich auch genauso gut irgendwas damit filetieren, aufschneiden. Es gibt hier noch eine kleine Fingermulde, wo man das Messer ganz leicht auch führen kann. Also es ist wirklich ein tolles Teil, eine absolute Kaufempfehlung von mir. Und ja, das soll es auch gewesen sein hier von meiner Wandertour heute. Ich genieße jetzt noch ein paar Tage den Herbst hier in der luxemburgischen Schweiz. Und ja, denke, ich werde ein Gebrauchsvideo von dem Messer machen. Ich werde auch noch ein paar andere Gebrauchsmesser von mir vorstellen und natürlich auch vielleicht nochmal auf dem Kanal einige meiner hochpreisigeren Messer, unter anderem auch ein Randlement Knife, welches zu meinen Lieblingsstücken gehört und so weiter. Also schaut immer wieder rein. Ja, ich werde ein paar Videos machen jetzt im Herbst. Bleibt bis dahin gesund und alles Gute.